Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Wir machen thematisch einen kleinen Sprung und gehen zur Hüfte. Eine Frage vorweg, wer von Ihnen macht denn gelenkerhaltende Hüftchirurgie? Sind ja nicht so viele hier anwesend, auch nicht. Wolfgang, du musst dich schon melden, bei dir weiß ich's. Ja, aber es ist vielleicht doch ganz interessant, wenn man so die Unterschiede zwischen den Gelenken mal ein bisschen aufgezeigt bekommt. Von der Evidenz her ist es ja letztendlich in der Hüfte schon sehr dünn, was wir haben in der Knorpelchirurgie. Und hier eine Übersicht aus dem Jahr 2012, systematisches Review, das kommt zu dem Ergebnis, dass der Standard in der Knorpeltherapie die Endoprothese ist. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen bei den jungen Patienten. Und Sie werden sehen, dass es natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten an der Hüfte auch gibt, um Knorpelschäden zu behandeln. Nun, wir müssen an der Hüfte anatomische Besonderheiten beachten. Die Knorpeldicke ist unterschiedlich zum Knie, die Gelenkfläche ist unterschiedlich geformt und unterschiedlich groß. Wir haben Unterschiede beim Pathomechanismus der Knorpelschäden. Die Knorpelschäden sehen auch anders aus, sind anders lokalisiert und damit haben wir ganz unterschiedliche therapeutische Besonderheiten. Nun, zunächst zur Knorpelfläche, Sie haben es schon gehört. Letztendlich das Labrum ist ganz wesentlich an der Hüfte, denn es vergrößert die Knorpelfläche um ca. 70%. Deshalb ist es auch wichtig, bei Knorpelschäden möglichst das Labrum zu erhalten. Die Gelenkfläche ist insgesamt deutlich kleiner als am Kniegelenk. Dafür haben wir ein sehr kongruentes und formschlüssiges Gelenk. Die Knorpeldicke ist extrem unterschiedlich. Hier so ein Mapping, eine Vermessung der acetabulären Gelenkfläche bei älteren Patienten, wo wir sehen, dass großteils die Knorpeldicke an Millimetern nur zwischen einem halben und einem Millimeter sind am Rand und bis maximal 2 Millimeter. Das heißt so durchschnittlich 1 bis 2 Millimeter Knorpeldicke, zentral am Hüftkopf deutlich höher, nach lateral ausdünnend und umgekehrt am Acetabulum randständig der dickere Knorpel und zentral der flachere Knorpel. Die häufigsten Knorpelschäden sehen wir im randständigen acetabulären Bereich, ventral und dorsal, aufgrund des Pathomechanismus. Also das ist ein ganz wesentlicher Unterschied und das bringt mich schon zu einem Punkt, denn die Bildgebung ist sehr viel schwieriger. Es ist schwieriger für uns, Knorpelschäden gut definieren zu können und das hat ja einen Einfluss auf die Therapieplanung, ob wir jetzt ein einseitiges oder ein zweiseitiges Verfahren planen. Denn gerade wenn wir über Knorpelzelltransplantation sprechen, können wir dem Patienten häufig vorher nicht sagen, ob es denn indiziert ist oder nicht. Und da haben wir natürlich ein Planungsproblem, sind ja in der Regel junge Patienten, berufstätige Patienten, die ja eine gewisse Planungssicherheit brauchen, wie lange sie ausfallen. Insofern sehe ich da schon absolut gerade an der Hüfte Vorteile für das einseitige Verfahren, abgesehen davon, dass man das natürlich sehr viel aufwendiger erreichen kann, nur mit Extensionstisch und so weiter. Also zusammengefasst, die Knorpeldicke deutlich geringer als am Kniegelenk bei einer kleineren Fläche. Der Knorpelschaden entsteht in der Regel auf eine andere Art und Weise. Traumatische Knorpelschäden sind sehr selten. Der häufigste Knorpelschaden, den wir therapeutisch wirklich behandeln können, umschriebenen Knorpelschaden, entsteht aufgrund eines femoroacetabulären Impingements durch rezidivierende Mikrotraumata, ähnlich wie bei der Dysplasie. Echte traumatische Knorpelschäden sind sehr selten. Ich möchte da nochmal im Detail aufgehen, wie entsteht das? Das femoroacetabuläre Impingement, häufig die Knorpelschäden bedingt durch eine Deformität im Bereich des Kopf-Hals-Übergangs und bei der Beugung Innenrotation kommt es dann letztendlich zum Einreißen des kontralabralen Übergangs. Sie sehen das hier im Bild, das Labrum in der Regel intakt, aber der angrenzende Knorpel wird schon geschädigt. Der kann dann erweichen, blasig auftreiben, löst sich von der Unterlage ab, dieses Teppichphänomen oder Wave-Sign, Carpet-Sign, wie das auch genannt wird, und kann sich dann großflächig ablösen, letztendlich mit einem freien Lappen. Und das Labrum ist häufig auch in dieser Situation noch stabil, das reißt natürlich weiter ein. Und schließlich kommt es zum viertgradigen Knorpelschaden mit den subchondralen Veränderungen und zur Arthrose. Das sind die häufigsten Knorpelschäden, die wir am Hüftgelenk sehen, die wir auch lokal umschrieben diagnostizieren und therapieren können. Bei der Hüftdysplasie haben wir einen etwas anderen Mechanismus. Dann sehen Sie schon hier das Labrum sehr groß, hypertrophiert aufgrund der Instabilität. Und da ist so ein Knorpelstück mit abgerissen. Das heißt, da ist nicht unbedingt der Schaden kontralabral, sondern da kommt es zu so Schergriffen, zu einer Inside-Out-Verletzung aufgrund der Instabilität der rezidivierenden Scherkräfte und zu Knorpelschäden auch wieder im vorderen seitlichen Bereich. Das heißt, ähnlich wie am Kniegelenk brauchen wir dringend eine Deformitätenanalyse. Wir müssen herausfinden, was ist die Ursache des Knorpelschadens und diese Deformität dann ganz konsequent mitbehandeln.
entweder arthroskopisch über Osteotomien oder die chirurgische Hüftluxation, je nach Deformität. Also nochmal zur Übersicht, der Pathomechanismus ist doch ein häufig anderer als am Kniegelenk, wenig traumatische Verletzungen, aber Scherkräfte und Impingement. Sie haben es gesehen, der Knorpelschaden liegt vor allem randständig am Übergang zum Labrum, so wie wir das hier sehen, der abgelöste Lappen. Und wir haben die Situation, dass der Knorpelschaden meist acetabulär vorliegt, ganz selten femoralseitig und damit in einer konkaven Fläche, die ja am Kniegelenk eher ungünstig ist für eine Knorpeltherapie. Da ist es ja beliebter letztendlich am Femurkondylus, wo man eine konvexe Fläche hat. Und die Lage eben randständig. Und deshalb spielt das Labrum eine ganz wesentliche Rolle, denn das Labrum begrenzt den Knorpelschaden, macht also einen Contained-Defekt. Und deshalb gerade beim Knorpelschaden ist es wichtig, das Labrum zu refixieren oder zu rekonstruieren, um einen begrenzten Knorpeldefekt erhalten zu können. Welche Verfahren haben wir? Prinzipiell ist an der Hüfte, sind alle Verfahren, die es am Knie auch gibt, technisch möglich. Die Frage ist nur, wie hoch ist der Aufwand für eine Mosaikplastik, osteochondrale Transplantation, müssen Sie die Hüfte luxieren in einem offenen Eingriff? Das ist natürlich schwierig bei einem Verfahren zu machen, für das es keine Evidenz gibt, dass es wirklich an der Hüfte funktioniert. Punkt 1, Punkt 2, die osteochondralen Verfahren haben die Problematik, dass sie, wenn sie es vom Knie entnehmen, natürlich die Knorpeldicke sehr viel höher ist als an der Hüfte und sie damit das Problem haben, was Wolfgang Zinser auch angesprochen hat, dass sie keine schöne Rekonstruktion erreichen. Das heißt, wir haben im Endeffekt Refixationsverfahren, die in Einzelfällen beschrieben wurden, auf die möchte ich nicht näher eingehen, da habe ich selbst keine guten Erfahrungen gemacht, aber knochenmarkstimulierende oder Gewebeersatzverfahren. Ich habe es angesprochen, es ist relativ aufwendig an der Hüfte das zu erreichen, wir brauchen eventuell eine chirurgische Hüftluxation oder können das arthroskopisch machen, aber dann auch mit Extensionstisch. Und da haben natürlich die einseitigen Verfahren von Vorteil. Es ist von der Abrasion über Mikrofrakturierung, matrixgestützte Verfahren bis hin zur Knorpelzelltransplantation technisch alles durchführbar. Was sagt die Evidenz? Ich habe jetzt nur die Vergleichsstudien auch rausgenommen, die es dazu gibt. Da gibt es einmal eine Mikrofrakturierung versus eine Kontrolle, 2-Jahres-Follow-up von 79 gegen 158 Patienten. Beim Patient-Reported Outcome kein wesentlicher Unterschied, aber letztendlich bei der Schmerzsituation, das ist die Differenz, letztendlich eine größere Schmerzreduktion durch die Mikrofrakturierung, was immer noch den Goldstandard an der Hüfte darstellt. Wobei, wenn man die Kollegen fragt, die viel Hüftarthroskopien durchführen, die wenigsten noch eine Mikrofrakturierung machen, eben aus den auch von Wolfgang Zinser genannten Gründen. Zum einen ist es an der Hüfte auch sehr schwer erreichbar und zum anderen, da zeige ich Ihnen noch Bilder, kann man sonst eigentlich auch ein ganz gut blutendes Defektbett erreichen. Die Mikrofrakturierung als systematisches Review, Level 2, 3 und 4 Studien, ist immer noch keine hohe Evidenz, aber 12 Studien mit insgesamt positiven Ergebnissen und einer Verbesserung des Schmerzscores. Dann gibt es eine Untersuchung, und zwar matrixgestütztes Verfahren versus Mikrofrakturierung an letztendlich 70 gegen 77 Patienten, wo das Matrixverfahren letztendlich untersucht wurde. Da zeigt sich bei den kleinen Defekten auch nach 4 und 5 Jahren kein wesentlicher Unterschied, aber das, was man am Knie auch kennt, bei den größeren Defekten scheinbar doch eine Überlegenheit der matrixgestützten Verfahren. Zu dieser Studie ist zu sagen, dass Fontana das letztendlich relativ intensiv beforscht in Italien, dass es aber auch andere Untersuchungen dazu gibt, wo er geschaut hat, ob das überhaupt stabil bleibt, darauf komme ich noch, und in vielen Fällen festgestellt hat, dass sich diese Matrix an der Hüfte wieder abgelöst hat, weil die geschulterten Defekte einfach zu niedrig sind, der Knorpel zu dünn ist, und das muss man technisch natürlich berücksichtigen. Das heißt, an der Hüfte wenig Evidenz für ein- oder zweiseitige Verfahren. Ich möchte Ihnen jetzt nur ein paar Beispiele zeigen zu Hyalofast, was ich an der Hüfte verwende, aus zwei Gründen. Zum einen haben wir ja gesehen, dass es eine hohe biologische Potenz hat, zum anderen ist es aber auch technisch arthroskopisch an der Hüfte recht einfach einzusetzen und das ist ja gerade fürs Hüftgelenk wichtig, dass wir keine offenen Eingriffe mit Hüftluxation durchführen müssen. Fallbeispiel 1 ist ein Patient mit einem relativ milden femoroacetabulären Impingement vom Chemtyp. Sie sehen hier die Taillierungsstörung, aber ein junger Patient, 22 Jahre, und doch ein relativ ausgeprägter Knorpelschaden, hier der Hüftkopf. Jetzt läuft das Video hoffentlich gleich. Ja.
Und da sehen Sie diesen großen Lappen hier, das Labrum ist intakt, das heißt, das ist ein umschriebener Defekt. Ja, so sieht das Ganze dann nach dem Debridement aus und da sehen Sie schon diese kleinen punktuellen Blutungen, die meines Erachtens ja eigentlich schon ausreichend sind, zumal wir ja auch am Schenkelhals eine Taillierung durchführen und da Stammzellen haben, die ins Gelenk einbluten. In diesem Fall habe ich noch eine Mikrofrakturierung durchgeführt. Dann, wenn man das Wasser ablässt, letztendlich eine gute Blutung im Defektbett. Braucht ein bisschen. So sieht das dann aus, wenn das Wasser abgelassen ist und dann wird da diese Membran eingelegt und ich fixiere die immer noch mit Fibrinkleber, einfach wegen dieser doch relativ niedrigen Schulter, um da eine stabile Fixation zu erreichen, mache eine Bewegungsprüfung und dann sieht man sehr schöne Füllung des Defektes. Das nochmal im Video. Oder auch nicht. Ja, hier ist mal, funktioniert die Videos? Hier ist nochmal, das sieht man leider ein bisschen schlecht, aber wie das eingebracht wird, arthroskopisch, man hat ja nicht so viel Platz an der Hüfte, aber ich mache das immer ohne Wasser und das legt sich tatsächlich ganz schön an und arteriert dann gut in diesem Defekt, zeige ich gleich noch Bilder und da wird es dann noch fixiert mit Fibrinkleber. Das ist die Studie von Fontana, wo er nach 50 Zyklen dann gesehen hat, dass sich diese Membran, die er untersucht hat, in letztendlich 4 von 12 Fällen disloziert hat. Deshalb glaube ich, dass an der Hüfte schon eine Stabilisierung notwendig ist, um dauerhaft ein stabiles Transplantat zu erreichen. Ein zweites Fallbeispiel, das ist ein Patient mit einem osteochondralen Schaden am Hüftkopf und zusätzlich einem acetabulären Schaden beim Chem-Impingement, hier sieht man diesen Defekt, das sieht man arthroskopisch gleich viel besser. Der typische Befund bei Impingement und der osteochondrale Defekt, der debridiert wird, letztendlich bis zu stabilen Rändern. Dann letztendlich eine Mikrofrakt oder Mikrobohrung durchgeführt mit so einem abgewinkelten Bohrer, das Ganze im blutendes Defektbett und die Membran eingelegt, die dann hier noch mit dem Fibrinkleber fixiert wird, damit das auch ganz stabil ist und das ist letztendlich das abschließende Ergebnis, das auch das klinische Ergebnis war eigentlich sehr gut und vielversprechend. Das dritte Fallbeispiel, ein bisschen untypischer Fall, aber ich zeige das, weil wir dort eine Rearthroskopie durchgeführt haben, Patient mit einer massiven Chondromatose, mit einer beginnenden Arthrose, sehr junger Patient, 19 Jahre, schon großen Pfannenboden-Osteophyten, sieht man hier diese großen Chondrome, den Pfannenboden-Osteophyten. Und bei diesem Patienten habe ich eine chirurgische Hüftluxation durchgeführt mit Synovektomie, Osteotomie dieser Pfannenboden-Osteophyten und dann zentral eine Hyalofast-Membran eingelegt. Und bei der Schraubenentfernung nach 9 Monaten konnten wir eine Arthroskopie durchführen. Da zeige ich jetzt die Bilder. Da sieht man letztendlich hier den nativen Knorpel und hier im zentralen Bereich eine Defektfüllung. Wenn man das sieht, der native Knorpel ist auch deutlich erweicht aufgrund der doch schon bestehenden Arthrose. Aber zumindest keine großflächigen fokalen Defekte, hier die Grenze zum Transplantat. Und im nächsten Video noch den aufgefüllten Defekt, der letztendlich eine sehr schöne Defektfüllung erreicht hat, zugegebenermaßen deutlich erweicht, aber letztendlich vergleichbar zu dem nativen noch vorhandenen Knorpel. Das waren letztendlich meine Fälle, meine Beispiele vom Hüftgelenk. Die Knorpeltherapie am Hüftgelenk besitzt einige Besonderheiten. Wir haben spezielle Voraussetzungen, zum einen der Zugänglichkeit des Gelenks, der Pathogenese, der anatomischen Voraussetzungen und auch der therapeutischen Möglichkeiten. Die ursächliche Pathologie muss immer mitbehandelt werden. Hyalofast hat für meiner Ansicht nach potenzielle Vorteile, zum einen ist es arthroskopisch recht gut einsetzbar am Hüftgelenk, was ein wesentlicher Vorteil ist und man auf eine chirurgische Hüftluxation verzichten kann, auch als einseitiges Verfahren, ein einfaches Handling und die Defektfüllung ist möglich. Natürlich haben wir dazu keine größeren Studien, nur kleinere Fallserien und die Frage der Fixierung ist letztendlich auch noch nicht geklärt. Herzlichen Dank. Fragen aus dem Auditorium. Hüfte ist ein bisschen spezieller. Ich hätte eine Frage und zwar, wie machst du das mit der Größe? Abmessen über
über Tasthaken und schneide es dann zurecht, oder? Ja, also ich messe das grob ab über den Tasthaken, mache es dann immer auch ein Stückchen größer. Und das Schöne ist, dass wenn es mal ein bisschen übersteht, lässt sich das eigentlich recht leicht hineindrücken. Also das ist schon ein großer Vorteil. Das Abmessen ist ja an der Hüfte auch nicht ganz so einfach. Okay. Von Ihrer Seite noch Fragen? Wenn nicht, dann bedanke ich mich, dass Sie so zahlreich und so lange ausgehalten haben hier. Vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen noch weiter einen schönen Kongress. Applaus